Leo, der Lastwagen. Das ist Leo, der kleine Lastwagen. Und der Quadrocopter beobachtet ihn von der Luft aus. Ein toller Sprung! Oh, es ist etwas von Leos Kasten runtergefallen. Quadrocopter, hast du es auch gesehen? Schau mal, Scoop hat das Teil gefunden. Das ist Leos Haus. Mit dem Aufzug kann er in die obere Etage fahren. Oh, wie sieht es denn hier aus? Oh. Überall liegt Müll herum. Leo, lass uns einen Staubsauger bauen. Der Quadrocopter will auch dabei zuschauen. Wir werden einen runden Staubsauger bauen. Als erstes montieren wir Räder. Jetzt ist die Bürste an der Reihe. Der Auffangbehälter. Zwei Halteklappen. Der Luftfilter, Motor mit der Power-Taste, oh, der Akku fehlt ja. Ohne Akku wird der Staubsauger nicht funktionieren. Aha, der Quadrocopter scheint zu wissen, wo der Akku ist. Scoop, Leo baut einen Staubsauger. Wir müssen ihm das gelbe Teil, das du gefunden hast, bringen. Scoop gibt Leo den Akku. Haben wir jetzt alles? Leo, schalte ihn an. Wow, der Staubsauger saugt den ganzen Müll ein.
Scoop, du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt ist Leos Haus wieder sauber. Leo, der Lastwagen. Schaut mal, wer da kommt. Das ist Leo, der kleine Lastwagen. Hallo, Leo. Was hast du denn gefunden? Das ist eine Taste mit einer Zahl drauf. Lass sie uns mitnehmen. Leo, komm zurück. Hier gibt es noch mehrere Tasten. Auf einer ist die Zahl 5, auf der anderen die Zahl 6. Und das ist Leos Haus. Lasst uns in die Werkstatt im zweiten Stock gehen. Ich frage mich, was Leo heute bauen wird. Wir müssen die Teile in seinem Ladekasten ausladen. Wir bauen die beiden roten Teile zusammen. Obendrauf kommt der kleine Bildschirm. Genau so. Das ist eine Schublade für Kleingeld. Die kommt auch an ihren Platz. Aha! Leo baut eine Kasse. Eine Rolle weißes Papier für die Kassenzettel. Und eine grüne Klappe. Jetzt kommt der Scanner zum Lesen des Strichcodes. Und zum Schluss bauen wir die Tasten ein. Wenn man auf die Tasten drückt, erscheinen auf dem kleinen Bildschirm die jeweiligen Zahlen. Oh, schaut mal, da fehlen ja Tasten. Wir brauchen Tasten mit den Zahlen 2 und 7. Leo, kannst du die Tasten suchen? Vielleicht sind sie ja in der Werkstatt. In einem der Schränke? Wow, hier haben wir viele Tasten. Wir müssen die Zahlen 2 und 7 suchen. Hier sind sie. Super. 2. 7. Die Kasse ist fertig. Wo Leo sie wohl hinbringen wird? Könnt ihr es euch denken? Das ist Lifty. Er bringt neue Regale für seinen Laden. Lifty! Lifty! Hab keine Angst. Es ist doch nur Leo. Hallo. Leo hat dir für deinen Laden eine Kasse gebracht.
Lifty freut sich darüber. Und das ist Scoop, der Bagger. Er hat in seiner Ladeschaufel auch etwas gebracht. Was hast du da, Scoop? Münzen. Jetzt kann Lifty seinen Laden aufmachen.